Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Und ich bin irgendwie am Verhungern und Verdursten. Ich muss schnell was essen und trinken. So, wir haben letzte Folge unser Stromproblem erstmal so halbwegs gelöst. Wir haben ein paar Teleporter gebaut. So, was wollten wir noch machen? Baumverteiler. Die hatte ich doch eigentlich auch angepinnt, oder? Ich hatte doch Baumverteiler angepinnt. Und das eigentlich auch. Okay, also merkt sich das Spiel, wenn ich es neu starte, nicht das, was ich angepinnt habe. Okay. So, wartet. Wie sieht's hier aus? Okay, das ist fertig. Dann nehmen wir uns das nächste. Zack, 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 rein. Hoch, halt, anmachen. Sequenzierung läuft. Okay. Wie viel habe ich gesagt? Machen wir 3 oder 4? 4, okay. Also, wir brauchen 8-mal diesen Superdünger. Pin das mal mit an. Also, wir brauchen 8-mal Schwefel und 16-mal Auberginen. Okay, warte. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fehlen da noch 3. Wahrscheinlich hier einmal alles durchernten. Letzte Folge auch vergessen. So. Ah, der Kürbisse brauchen wir ja dann auch 8 Stück. 5, 6, 8, 9, 10. Also 2 Stück können weg. Das ist voll. 2, 4, 6, 8. Mal Schwefel. So, wartet. Die Kürbisse tun wir mal hier zwischenlagern. So, Algen. Fledermetz. Ah, ich habe die 3 Auberginen vergessen, wo ich gerade nur gesagt habe, ich brauche noch Auberginen. Mann. Der ist leer. 3. So. Okay. Passt. Dann brauchen wir jetzt nochmal 8 Algen. 8. Die 8 Kürbisse. Boah. Und 16 mal Stickstoff. Also Methan. Wie war denn das? Ich glaube, ich musste die Dinger hier irgendwann an eine andere Stelle setzen, oder? Weil sonst haben die keinen Methan mehr gefördert. War das nicht irgendwie so? Weil sonst machen die irgendwann nur noch Stickstoff, aber nicht mehr das, was du brauchst. 2, 4, 6. Ich setze die gleich mal um, wenn ich hier gemacht habe. Inventar nicht leer. So. Setz die mal hier rüber. Ich meine, mich zu erinnern, ist das irgendwie... Hä?
Wieso habe ich jetzt einen... Habe ich den nicht wiedergekriegt oder habe ich den hier verloren? Ah, gut. Oh. Ich habe hier auch verloren. Upsi. Oh, noch Stickstoff. Okay, müssen wir jetzt noch kurz warten. Du bist fertig. Brauchen wir denn für so ein Kernfusionszellending sie hier? Kriegen wir die denn her? Die Drohnenstation. Ah, hier. 321. 3, 2, 3, 1. Das ist ja auch das Ding, was wir brauchen, um bei den Raumschiffen die Türen zu öffnen. Aber das Ding ist, die konnten wir, glaube ich, immer wieder mitnehmen. Zumindest war das früher so. Oh, ich habe ja auch noch... Huri, ich habe ja hier auch noch Schmetterlinge. Ups. Ich habe jetzt so ein Ding gemacht. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich das jetzt da drin habe. Wir können noch eins machen. Juhu. Fehlen jetzt nur noch 3. Für irgendwas brauchte ich doch Sauerstoff. Ich weiß noch nicht mehr für was. Kann ich den Stickstoff einfach... Was macht man jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt von dem 5? Wenn 2 Stück könnten wir schon mal bauen. Dann bauen wir schon mal 2. Noch Bakterien? Gerade so. Okay. Dann gehen wir schon mal 2 bauen. Frage ist, wohin? Gehen wir in die Richtung hier hinter. Oh, ich weiß wo. Wir könnten unten beim See da Richtung dieses große Raumschiff da an der Wüste. Da könnten wir mal hin. Da ist ja jetzt auch nicht so viel Pflanzliches. Da gehen wir mal zur Superlegierungshöhle. Oh, ist hier der Durchgang, wenn ich durchkomme? Hier. Ist ihr hier so? Könnte man noch ein paar Bäumchen pflanzen. Hier ist ja nichts außer Wüste.
Und einmal hier rein. Und dann setzen wir einen hier noch hin. So, guck mal mit dem Wässerchen und so. Und einen da rein. Easy. Da war mal drinne. Sind hier Fische? Nee. So. Okay, dann wieder zurück nach Hause. Ich hier nochmal ran. Mal mitnehmen. Zack. Zack. Mal nach Stickstoff gucken gehen. Methan, nicht Stickstoff, Methan. Ist auch schon wieder so viel Stickstoff drin. Okay, Frage an die Zuschauer. Muss ich die Methandinger irgendwo speziell hinsetzen für das Methan? Dass ich wirklich nur noch Methan fördere? Oder ist das ab einem gewissen Punkt halt einfach so, dass man automatisch Stickstoff und Sauerstoff mit macht? Eine Alge zu wenig, ne? Okay. So, zwei Baumverteiler können wir noch bauen. Du bist fertig. Dann brauchen wir jetzt nur noch dich. Okay. Das ist jetzt die Frage, wo setzen wir jetzt noch einen Baumverteiler hin? Einen würde ich sagen, hier hinten irgendwo. Ja, guckt mal, hier ist doch eine schöne große leere Fläche. Hier kann man was hinpacken. So. Rein da. Und den anderen. Vielleicht hier hinten an die Wand so. Dass da noch ein bisschen was Grünes kommt. Okay. Hat sich hier irgendwas getan? Das wird jetzt hier mal langsam. Okay, wir kriegen für eine Leiterplatte 25. Da kriegen wir auch 25 für eins. Das ist aktuell das mit den höchsten Werten, ne? Also mal abgesehen jetzt von dem. Was braucht mir dafür? Das lohnt sich ja nicht. Ich kriege ja schon 25 für einen Pulsarquarz. Nee, das lohnt nicht. Das heißt, wir könnten auch auf Pulsarquarz-Farmen gehen. Aber da brauchen wir halt Methan. Ich glaube, ich muss die Dinger ins Schwefelgebiet stellen, oder? Würde jetzt vom rein logischen für mich her
den meisten Sinn machen, dass wir da Methan rauskriegen. Oder? Das Problem ist, bis ihr mir hier das sagen könnt, sind wir schon wieder 10 Folgen weiter oder so von der Aufnahme her. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Okay, passt auf. Ich würde einen hier stehen lassen. Und die zwei nehmen wir mal ins Schwefelgebiet mit. Wir gucken mal, ob die hier nur... Also wie gesagt, das würde für mich persönlich halt so den meisten Sinn machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, meine Logik. Bei Schwefel, Methan, das sind ja alles Gase. So. Wisst ihr? So. Ich gehe gleich nochmal Zeolit holen. Müssen eh gerade noch warten. Können wir auch schneller mal. Okay, jetzt haben wir noch eine Heizung bekommen. Noch zwei. Für was brauche ich jetzt noch die Heizung? Ich habe Wärme ja voll. Ah, hier haben wir noch Gasextraktor Stufe 2. Bei 8,4 Insekten 50. Okay. Oh, wir müssen auch unbedingt mal wieder nach den. Wo ist mein Baumsamen? Achso. Ist ja jetzt nur noch einer. Ach, vergesst. Das machen wir auf dem Rückweg. Hier nach dem. Seewasserleben-Sammler gucken hier, die wir gemacht haben. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich wollte hier hinten noch ein paar Bäumchen hinmachen. Da ist auch noch eine Höhle. Moment. Die habe ich ja gar nicht gesehen bisher. Was ist das denn? Ist das auch neu? Wo kommen wir denn da hin? Bin gleich tot. Ach, guckt mal. Hier ist auch zu. Okay, das ist auch dann anscheinend das neue Biom. Ja, ja, Bewässerung niedrig aus, gut. So. Okay.
Okay. Aber was mache ich jetzt damit? Das ist jetzt die große Frage. Am besten einen neuen Schrank bauen und da reinpacken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon einfach... Wartet mal, ich habe doch hier oben das Aquarium hingebaut. Kann ich da einfach so... Ne, die hier kann ich da reinpacken, ne? Ihr seid Fische. Okay, also das sind Fischeier. Aber für alles andere brauche ich auch wieder so einen Sequenzierer. Kann ich ja hier reinpacken. Nee, ihr seid ja für Larven. Ihr seid ja nicht für Fische. Den muss es ja extra geben. Insekten ist halt nicht mehr viel passiert. Da muss ich mal... Kinetischer Extraktor? Froscheier? Ich brauche ja so ein Ding... Hä? Ermöglicht es, entfernte Wracks zu erreichen und einzigartige Gegenstände zu finden. Okay. Muss man dann auch mal bauen. Amphibienfarm. Tierheim. Futterspender. Tierfutter. Oh. Ich muss was essen. Hä, aber ich muss doch irgendwie... Ich muss doch mit diesen Eiern irgendwas machen können. Ich muss sie doch irgendwie verwurschteln können. Dafür brauche ich doch irgendein Gerät. Das kann ich doch nicht in dem Aquarium machen. Das ist ein Inkubator und das ist... Hier steht ja nur züchte Tiere, aber... Da kann ich ja nur die fertigen Eier reinpacken. Ich brauche ja sowas wie diesen Inkubator... Ich brauche den für Fische. Ich bin verwirrt. Ich bin super verwirrt, weil hier mache ich nichts mit den Eiern. Ja, logischerweise auch nicht. Hier logischerweise auch nicht. Ja, und hier halt auch nicht. Doch. Hä? Kommt damit rein? Aber... Hä? Welches Muttergen war das jetzt? Das rote. Das hier. Ah, dafür brauchte ich den Stickstoff. Nicht so viel Wasser einstecken. Habe ich gerade nochmal einen Wassersammler? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Welches muss da rein? Er macht's. Aber da müsste doch Wasser drin sein für die Fische. Ich check's nicht. Es gab damals ein Extra, glaube ich, für Fische. Die den zusammengelegt? Macht ja irgendwie gar keinen Sinn für mich. Ich pack den Schrank mal. Hier irgendwie. Fisch. Wie nennen wir das denn? Was ist das denn? Was hat das für einen Namen? Plankton. Plankzion. Plankton. Wie bei SpongeBob.
Okay, jetzt ist hier einfach random Wasser drin. Okay. Aber ich kann... Ich meine, ich könnte noch mal so ein anderes Muttergehen machen. Probieren, ob wir das einfach da reinpacken können. Hier so ein Dünger war es noch. Das wird zwar nicht angezeigt, aber ich würde es mal interessieren, ob es geht. Das sieht ganz gut aus. Okay. Dann ist das jetzt ein Inkubator für alles. Fischies. Gut. Dann haben wir jetzt Fische auch noch. Das ist jetzt die Frage. Fischeier. Bin gespannt, ob da jetzt was rauskommt. Ja, da kommt tatsächlich einfach was raus. Wird der mir jetzt hiermit angezeigt? Nein. Sogar ein goldener. Also ich kann die jetzt einfach da reinpacken. Okay. Wir haben den und den hatte ich jetzt, ne? Oder war das der? Shit, welchen hatte ich denn jetzt? Ich glaube, der B war es. Möchte den dritten jetzt auch gern noch ausprobieren. Wenn wir einmal dabei sind. Okay. Okay. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir damit? Hier ist eine Amphibienfarm. Kann ich die Fische außer in das Aquarium irgendwo hin? Also es gab früher... so ein Ding, da konnte ich die Fische reinsetzen und dann sind die im Wasser rumgeschwommen. Aber das sehe ich hier nicht. Hier ist die Fischfarm bei Tiere. Oh, Tiere steigt jetzt. Ja, dann muss ich jetzt Aquarien machen. Wann kriege ich denn dieses große Fischaquarium hier? Bei 42 Kilotonnen Biomasse. Ach, Kacke. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal noch so ein normales Aquarium, würde ich sagen. Oder vielleicht zwei sogar. Weil das scheint ja auch zu zählen. Shit. Nee, ich hab's hier noch drin. Ich will zur Leiterplatte. Dann bauen wir jetzt noch zwei Aquarien. Oh. Das eine setzen wir uns einfach random hier hin. Andere setzen wir uns einfach dorthin. Einfach, damit wir so ein bisschen mehr... Machen wir den nochmal. Moment. Was ist das hier für eine Farbe? Nee, der Blau ist hübscher. Wo dorthin?
Essen, trinken. So. Ich brauche noch mal so ein Mutagen. Ich brauche noch mal das. Armee und das. Wir brauchen noch einen davon. Drei Algen. Okay, jetzt müssen wir alles haben. Zack, boom, bang. Forschung. So. Sehr schön. Jetzt geht das hier relativ zügig, weil wir Fische haben. Wow. Das kommt bei 50, das bei 250. Aber ich kann halt... Was muss ich denn machen, um Insekten zu kriegen mehr? Bei Insekten passiert halt nichts mehr. Bei Biomasse auch nicht. Bei Pflanzen auch nicht. Was steigt denn dann überhaupt noch? Ist Terraforming im Allgemeinen der Sauerstoff? Wärme 4530. Was macht die alte Wärme? Oh, wir sind schon wieder am Ende der Zeit, ne? Moment, wartet, ich muss das Ding hier wieder rausnehmen. Wir haben jetzt die 538,35 Luftdruck. Die macht das Neunfache. Holy shit. Okay. Okay, dann müssen wir davon ein paar bauen, ne? Auf jeden Fall. Was müssen wir noch bauen, dass wir das Terraforming jetzt wieder so ein bisschen an den Start kriegen? Wir brauchen Pflanzen, Insekten, Raketen, würde ich sagen. Müssen wir noch machen. Es gab ja Insektenraketen und noch Pflanzensamenraketen. Sauerstoff, Pflanzen. Gab es nicht auch irgendwas mit Insekten? Nicht doof? Nee. Es gab nur die Pflanzen und den Sauerstoff. Ja gut, dann müssen wir jetzt einfach nochmal... Aber was gab es denn mit Insekten? Gab es da nicht auch irgendwas? Erdet. Machen wir nochmal drei, hä? Ich brauche normalen Dünger dafür. Okay, Moment. Nochmal Algen holen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, sonst mache ich jetzt hier wieder nur und mache und mache und mache, ohne die Folge zu beenden. Deswegen, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Nächste Folge machen wir Dünger, damit wir noch drei Pflanzenraketen hochjagen können. Dann bauen wir nochmal ein paar Heizungen von den neueren. Und die Drohnenstation, um die will ich mich auch mal kümmern. Aber vielleicht machen wir in der nächsten Folge auch erstmal Folgendes, dass wir in die Raumschiffe alle nochmal reingehen. Und wir packen alles für einen Teleporter ein und packen vor jedes Raumschiff einen Teleporter. Den nehmen wir dann immer wieder mit. Damit man alles... Ja, das ist eine gute Idee. Manchmal bin ich schlau. So, aber jetzt Folge beendet für heute. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!